Freitalsstadion des Friedens, ein wirkliches Schmuckkästchen und ein schöner Name in trüben geopolitischen Zeiten. Fußballpremiere in herausgeputztem Ambiente. Fünftligist der SC Freital empfängt die SG Dynamo Dresden aus der dritten Liga zum Test, ausverkauft. Fast 3000 Leute, ein echter Fußballfeiertag in Freital. Ja, das ist wunderbar. Das ist genau das, wie wir es uns vorgestellt haben. Tolle Kulisse, viele Menschen da. Hier der Freital ist irgendwo auch Dynamo. Das heißt, ein schönes, großes Familienfest in dem schönen Ambiente. Macht uns sehr glücklich und stolz. Ja. Stresstest für Dynamo in Schwarz-Gelb. 2 Spiele in 24 Stunden, 5. Übungsvergleich jetzt in der Vorbereitung. Viele Anschlusskader heute dabei. Oberligist Freital, ein unbequemer Gegner. Erste Möglichkeit im Spiel hier für Dynamos Kutschke. Knappe halbe Stunde dann durch, Freistoß SGD, Oliver Battista Meyer 0-1, absolut nicht zu halten. Der Freistoß von Battista Meyer, Traumtor, knappe Dynamo-Führung zur Pause. Wir brauchen noch Zeit, ich glaube, das ist so. Aber es gibt andere Mannschaften, die am ersten Spieltag auch noch sagen, sie brauchen Zeit. Also ich glaube nicht, dass wir bis dahin da sind, wo wir hinwollen. Ich glaube, das ist völlig normal. Zweite Halbzeit, Freital zeigt sich. Toller Lattenknaller hier von Philipp Weidauer. Weiter nur 1-0 Dynamo Dresden, knappes Ding im Stadion des Friedens. Dann die turbulente Schlussphase. David Kubata steigt da in der Box am höchsten. 2-0 SGD, 4 Minuten vor dem Abpfiff. Und dann trifft auch Freital noch. William Wessely vom Punkt. Am Ende gewinnt Dynamo Dresden das Fußballfest knapp mit 2-1. Zufrieden waren zum Schluss wohl aber eher die Spieler und die Fans des Fünftligisten vom SC Freital.